Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW10 vom 4. bis zum 10. März 2019. Schon heute ist es im Norden sehr regnerisch gewesen. Sturmtief Bennett braust aber erst am Rosenmontag so richtig über Deutschland. Dabei schauert oder regnet es zeitweise auch kräftig. Örtliche Gewitter mit vereinzelten Graupelschauern sind nicht auszuschließen. Unwettergefahr besteht im Nordwesten, Norden und Westen von 4 Uhr bis 16 Uhr am Rosenmontag. In der Mitte, im Osten und im Nordosten sowie im Südwesten von 9 Uhr bis 21 Uhr. Dabei treten vermehrt Sturmböen zwischen 60 und 90 Stundenkilometer auf, im Westen örtlich bis 110 Stundenkilometer. Im Sauerland und in den Alpen schneit es zeitweise. Sonst Schnee regnet es, eher in den Mittelgebirgen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 6 Grad im Rheinland und 15 Grad an der Oder-Neiße-Grenze in Südostbrandenburg und Sachsen. Sonst werden Werte zwischen 8 und 11 Grad erreicht. In der Nacht zum Faschingsdienstag schneit es in den Mittelgebirgen einige Zentimeter. Sogar in der Eifel und im Thüringer Wald können ein paar Flocken fallen. Örtlich gibt es wieder teils kräftige Gewitter mit Graupelschauern bei Werten zwischen 3 Grad im Sauerland und 13 Grad am Oberrhein. Zum Nachmittag lösen sich die Schneefälle in Regen auf. Auch der Aschermittwoch bleibt durchwachsen mit viel Regen. Der Südosten Bayerns kommt am trockensten weg. Dort blickt die Sonne auch öfters durchs Wolkendach. Bis 8 Grad in den Mittelgebirgen kann es werden und bis zu 16 Grad am Oberrhein, südlich der Donau sowie im Ruhrgebiet und von Berlin bis in die Lausitz. Der Trend. Am Donnerstag wieder eher regnerisch, am Nachmittag vom Westen bis Brandenburg auflockernd, am späten Abend an der Nordsee und Ostsee Schneeschauer, 5 bis 13 Grad. Im östlichen Sachsen und Niederbayern bis 18 Grad. Am Freitag im Norden Gewitter, bis zum Mittag auch in Berlin-Brandenburg mit vereinzelten Schnee- und Schneeregenschauern. Im Rest ebenfalls Regenschauer, oberhalb von 500 Metern Schneeregen und Schneeschauer, 3 bis 9 Grad höchstens. Am Samstagvormittag in den In Mitteldeutschland teilweise dichter Nebel, sonst eher trocken und wolkig bis mäßig bewölkt. Am Nachmittag von Nordosten her erneut Regen, teils stark, der bis zum frühen Abend den Süden und Osten erreicht, 4 bis 13 Grad. Der Sonntag ist eher wechselhaft bei leicht steigenden Temperaturen, 6 bis 15 Grad. Ich wünsche euch noch einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bye bye. Euer Cedric.